Das, was dir netto übrig bleibt, vom ganzen Monat mehr Arbeit, morgens um 5 Uhr aufstehen, sind 300 Euro. Und dann sagst du als Politiker diesen Leuten ins Gesicht, das lohnt sich doch. Das machen nur Leute, die noch nie geschafft haben. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer war kürzlich als Podiumsgast beim Forum der Rhein-Neckar-Zeitung. Dort kritisierte der parteilose Politiker die Arbeit der Ampelregierung scharf. Insbesondere die Erhöhung des Bürgergeldes um 24% im Vergleich zum Vorjahr. Zudem sei beim Bürgergeld die Kombination mit anderen Förderungen entscheidend. Er hätte mit seiner Familie einen Bürgergeldanspruch von 3.800 Euro, erklärt der Oberbürgermeister. Dann rechnet Palmer vor. Wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, zwischen etwa 3.500 und 5.000 Euro lohnt sich Arbeiten nicht, weil alles, was du mehr verdienst, weggefressen wird durch weniger Transfer und mehr Abgaben und Steuern. Das sagt jetzt der Beratungskreis der Bundesregierung, also völlig unverdächtig. Ist nachgewiesenermaßen so. Und beim Bürgergeld ist auch nicht das Bürgergeld selber entscheidend, noch nicht mal die Höhe, sondern die Kombination mit anderen Sozialleistungen. Und ich tatsächlich Bescheide gesehen habe, wo Einzelfamilien bis zu 6.000 Euro Bürgergeld beziehen. Weil da immer noch Wohngeld und alles Mögliche obendrauf kommt. Außerdem musst du keine Sozialversicherungsbeiträge leisten, deine Miete und deine Heizkosten werden dir gezahlt. Wenn du das alles zusammenzählst, bist du bei vierköpfigen Familien in Tübingen im Schnitt bei über 3.000 Euro netto. Das, so Palmer weiter, schaffe keine Familie, in der der Vater als Polizist arbeite und die Mutter eine halbe Stelle im Krankenhaus habe. Ob du da netto diese Zahlen für dich rausholst, das wird eng. Und die Befürworter dieser Politik sagen, Arbeit rechnet sich immer. Und dann fragt man, ja, wie groß ist der Unterschied dann in solchen Konstellationen? Ja, die haben dann 300 Euro mehr im Monat am Ende. Und dann sage ich, aha, das meinen Sie jetzt ernst, oder? Du schuftest der ganze Monat oder beide, du zahlst brav in die Kassen ein und alles, was du sonst noch tust, zahlst Kindergartengebühren, die sonst umsonst sind. Und das, was dir netto übrig bleibt, vom ganzen Monat mehr Arbeit, morgens um 5 Uhr aufstehen, sind 300 Euro. Und dann sagst du als Politiker diesen Leuten ins Gesicht, das lohnt sich doch. Das machen nur Leute, die noch nie geschafft haben.